Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur, den indigo-blauen Scheiben-DLC. Ja, beim letzten Mal haben wir Hanna mal wieder getroffen, nach langer Zeit, und dabei nebenbei gesehen, dass Jo sich stark verändert hat. Er scheint leicht Aggressionsprobleme zu haben. Ja, heute wollen wir in die Mensa mit Levi reden. Aber vorher gibt es natürlich wie immer erst noch ein paar Pokédex-Einträge, bevor wir hier richtig loslegen. Ich versuche halt viele abzuhaken. Ich lasse deswegen die beiden Kameraden noch immer vier vorlesen und ich übernehme sogar noch ein paar mehr. Weil es sind echt viele Einträge, Leute. Nur nochmal so am Rand angemerkt. Also über mir Zeitstempel, damit ihr die Einträge überspringen könnt, falls ihr die nicht wirklich sehen wollt, beziehungsweise hören wollt. Und ich würde sagen, es geht dann jetzt direkt mit den Einträgen los. So, als erstes habe ich für euch Floink, das Feuerferkel-Pokémon. Dieser gierige Nimmersatz spürt Nahrung mit seinem ausgezeichneten Geruchssinn auf und röstet diese, bevor er sie verspeist. Hier direkt die Entwicklung Ferkokel, das Feuerferkel-Pokémon. Es hat die Kraft, jedem noch so starken Gegner entgegenzutreten, um seine Freunde zu schützen, doch gegen seinen leeren Magen ist es machtlos. Das Gefühl kenne ich. So, und die letzte Entwicklung von der Reihe, Flammenwerks, das Feuerschwein-Pokémon. Je größer die Gefahr, desto mehr Spaß scheint es zu haben. Die Flammen an seinem Hals lodern dann auf und es wird stärker sowie schneller. Interessant. Dann als nächstes Flamiau, das Feuerkatzen-Pokémon. Es speit Feuer, indem es die Haare verbrennt, die sich bei der Fellpflege in seinem Bauch anhäufen. Die Flammen variieren je nach Art des Speins. Dann die Entwicklung Mizunder, das Feuerkatzen-Pokémon. Zutrauliche Mizunder schmiegen sich zwar an ihre Trainer an, da sie aber stark und ihre Krallen scharf sind, leidet diese überall Kratzwunden. Also dich will man nicht als Haustier haben. Und die letzte Entwicklung, Fueko, das Fieslings-Pokémon. Nach einer Reihe heftiger Schläge und Tritte schießt es Feuer aus seinem Bauchnabel, um den Gegner den Chaos zu machen. So, als nächstes liest euch dann Noir ihre Einträge vor. Ich wünsche dir viel Spaß, Noir. Yay, ich darf wieder als erstes. Das ist Lampi, das Angler-Pokémon. Über die Enden seiner Antennen setzt es positive und negative elektrische Ladung frei, um seine Gegner zu betäuben. Als nächstes Lampis Entwicklung Lantern, das Leuchten-Pokémon. Es blendet seine Beute mit einem grellen Licht. Während diese sich nicht rühren kann, verschlingt es sie in einem Stück. Dann als nächstes das süße Pokémon Meteno, das Meteoren-Pokémon. Partikel in der Atmosphäre sind seine Nahrung. Man sagt, die Farbe seines Kerns hänge von den Inhaltsstoffen dieser Partikel ab. Und als letztes Kurelei, das Blumenkranz-Pokémon. Wenn es Blüten an sich trägt, ist es glücklich und strahlt mit diesen eine heilsame Wirkung aus. Es bevorzugt Gebiete mit vielen Blumen. So Drim, du bist dran, mach mal weiter. Dann bin ich jetzt wohl dran. Das ist Pepek, das Spech-Pokémon. Selbst wenn sein Kopf heftig durchgerüttelt wird, schadet ihm das dank seiner starken Halsmuskeln überhaupt nicht. Hier auch direkt die Entwicklung von Pepek. Trompek, das Trompeten-Pokémon. Trifft es auf Feinde, feuert es eine Salve Samen, die es in seinem Schnabel angesammelt hat, auf sie ab. Und das letzte Pokémon dieser Entwicklungsreihe, Tukanon, das Kanonen-Pokémon. Tukanon-Pärchen erhöhen die Temperatur ihrer Schnäbel, um sich gegenseitig zu wärmen. Daher gelten sie als Symbol für Harmonie. Und hier noch Panzer-Eron, das Flugstahl-Pokémon. Seine ausgefallenen Federn sind dünn und scharf. Es heißt, dass sie einst auch als Schwerter benutzt wurden. Das sind bestimmt coole Schwerter. Naja, jedenfalls, Shining, du bist jetzt wieder dran. So Leute, da wir gleich eh vorhaben, in die Mensa zu gehen, wo eine Sequenz auftaucht, packe ich mich jetzt gerade noch nicht ins Bild. Aber ich habe mit Kai noch die restlichen Starter-Pokémon gefangen. Und ich kann noch ein paar Belohnungen abholen. Naja, zumindest eine. Zwei sogar. Wir könnten sogar bei Gamma vorbeischauen, wegen den 200 Einträgen. Aber das würde ich tatsächlich nach der Story machen. Ich weiß übrigens, welches Pokémon dieses eine Objekt da haben will. Diese Legierung. Mit der einen Entwicklung, die das mit der Titanlegierung haben will, warte ich aber noch, weil ich den Eintrag zu dem Pokémon selber noch nicht vorgelesen habe. So, in die Mensa wollen wir.
Hier kann man wahrscheinlich auch übelst viel nebenbei machen, wie bei der anderen Akademie. Aber das ist dann wahrscheinlich eher Zeug, das sehr uninteressant ist fürs Video. Das klingt doch super. Natürlich. Bin dabei. Jo, ich muss dir, glaube ich, mal ins Gedächtnis was reinprügeln, ne? Lange nicht gesehen. Mann, jo. Ich bin enttäuscht von dir. Ach, das wird schon. Das halte ich hier später nochmal vor. Du könntest ruhig wenigstens ein bisschen mit mir reden. Bei ihr weiß ich jetzt schon, dass die Maschinen bzw. Metall-Pokémon nutzt. Bei der mit dem Magnetiluha. Ach, kein Ding. Mein Team ist bereit. Spätestens so im von Ogapon kriegt da einer drauf. Oh, ich kann in Hampton das Zimmer. Wo steht er? Ich pack mich gerade extra noch nicht ins Bild. Der ist zumindest der Direktor. Der hat mich ein paar Mal schon angerufen. Ich wollte nur mit ihm plaudern. Okay. Das dauert noch ein Weilchen. Ach, da vorne. Ich werde an der Liga teilnehmen.
Ich werde mein Bestes geben. Jo hat sich stark verändert. Nee, der andere Champ ist ja auch nicht gerade so drauf. Ich sage einfach mal ja. Okay. Ich kann gegen jeden der Top 4 antreten. Ich glaube, bei den Stadien war ich sogar offscreen schon mit Kyle, als wir die ganzen Starter gesucht haben. Ich sag euch, das hat ewig gedauert. Also. Zusammengerechnet haben wir so um die 5 Stunden gebraucht, um alle Starter zu finden. Ja, ich würde sagen, wir fordern sogar einen direkt heraus, ne? Ich kann ja mich einfach hinbeamen. Ich würde einfach sagen, wir geben ihr hier noch mal eine Revanche, oder? Nee. Levi will ich mir aufheben. Ich würde sagen, ich fange mit ihr an. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die mit Stahl-Pokémon an den Start geht. Also schicke ich mal eben kurz Lucario an vorderste Front. Ich überlege gerade, wollen wir alle Top 4 Mitglieder innerhalb dieses Video fertig machen? Ich wäre dafür, auch wenn das dann ein bisschen länger geht. Ich mache das abhängig davon, wie schwer dieser Kampf jetzt ist, okay, Leute? Ihr seht es ja an der Videolänge. Und wenn, habe ich es dann wahrscheinlich sowieso auf Thumbnail gepackt. Ich habe ein paar BP. Ich will nochmal zu den Missionen wiederholen, ne? Die sind nicht im geringsten interessant, die irgendwie nebenbei zu machen. Also deswegen habe ich die auch offscreen mit Kai gemacht. Was die Mission angeht, macht die übrigens am besten lieber mit Kollegen zusammen als alleine, weil das dauert auch ewig. Man braucht, wie Kai mir gesagt hat, 3000 Punkte, dann kann man die Starter für ein Gebiet freischalten. Man braucht also insgesamt 12.000 Punkte. Und ich habe nur 4.800 nach 5 Stunden zusammen mit Kai. Dich mag ich irgendwie nicht. Du hast gefühlt einen Stock im Hintern. Okay.
Na klar. Naja, es heißt Miraidon. Was hast du mit Miraidon gemacht? Kann man Miraidon jetzt frei fliegen? Okay, hierfür packe ich mich jetzt mal eben wieder ins Bild zurück. Oh, Flugsteuerung finde ich ja normalerweise immer richtig grausam. Starte ich auch auf Miraidon? Ich scheine auf Miraidon zu starten. Okay, das ist ja recht easy. Ist ja richtig einfach. Soll ich so gut in der Zeit liegen? Ich hatte 40 Sekunden noch. Okay. Natürlich. Ach, ich habe den Wurfstil noch gar nicht gewechselt, ne? Wir sind befreundet. Ach stimmt, ja, sind ja Doppelkämpfe, ich vergaß. Und ich lag richtig übrigens mit dem Stahl-Pokémon. Oh, sie hat ein volles Team. So, du nimmst mal die Fabulous Dictrix mal dir vor. Und ich glaube, hier wechsle ich lieber schnell mal das Pokémon. Auf Skelekrog. Die Kampfmusik gefällt mir richtig. Okay, das erklärt direkt die Kombi. Du hast jetzt nicht Robustheit. Nee, Fokus gut, ansonsten wäre es draufgegangen. Das ist fies. Ich nutze Turbo-Tempo für Dictree auf jeden Fall.
Das ist übrigens eine sehr gute Kameraperspektive. Die ich nicht mal ansatzweise wechseln kann. Wie gesagt, für Dicte nehme ich eben Kosturbo Tempo, es hat eh nur einen HP. Für Panzer Eron nehme ich Loderlied. Dann hat es auch nicht die Möglichkeit, nochmal ein Erdbeben zu machen. Haben die alle einen Fokusgurt? Nee, das hat Robustheit. Aua. Okay, wir haben beide gegenseitig ein Pokémon fertig gemacht. Die Top 4 hier kann auf jeden Fall mehr als die in der anderen Region. Los, Espinodon! Oh, du gehst mit Empoleon an den Start. Die spitzen Steine. Mit Espinodon heile ich jetzt sowieso erstmal Lucario. Und Panzer Eron finish ich einfach mal auf. Empoleon wird wahrscheinlich eine Wasserattacke auf Skelecrop machen. Nee, Lichtkanone auf Espinodon. Oh, Zytomega. Das Pokémon finde ich tatsächlich sogar gruselig. So, ich habe Donnerzahn für Empoleon. Ich weiß nicht, wieso mir das Pokémon so einen Bammel bereitet. Ich finde es jedenfalls gruselig. Ja, das war irgendwo klar. Oh, Bizarro-Raum. Die langsamsten sind jetzt die schnelleren. So, ich mache jetzt erstmal Empoleon weg. Ja, der Schutzschild, der juckt mich relativ wenig. Die Lichtkanone stört mich. Oh, Scherox. Auf Scherox mache ich mal Nahkampf. Ich habe einen Beulenhelm Espinodon drauf. Die machen sich auch selber Damage. Die Psychogenese gefällt mir nicht. Ich kann es mir eigentlich gerade nicht leisten zu beleben. Ich muss erstmal einen von den beiden loswerden. Bin durchgehend jede Runde einen am Beleben, ne? Ja, ja, daneben gleich. Ich zeige dir mal mein Loderlied. Den Schaden zu senken macht dich auch nicht. Dass es überlebt. Dadurch überlebst du den Angriff nicht. Ich weiß, dass Sägesang besser als Überrest ist, Leute. Oh, ein Metacross. Man, Feuersturm auf Metacross und belebt mal wieder. Okay. Wahrscheinlich Terra auf Meta.
Alter, zieh doch mal den Stock aus dem Hintern. Ist ja so lustlos. Danke. Feuersturm. Deine Terra hat mich nicht sonderlich gejuckt. So, und jetzt bist du nicht mehr schneller. Wandlungskunst, Nachthieb, Bürde. Tschüss. Ich habe nicht mal Terra hier genutzt. Soll ich dir was erzählen? Aus der Region, wo ich herkomme, bin ich der Champ. Sag doch sowas nicht. Die Stahlpresse? Ja, das ist ja dann nur einmalig gut. Ich überlege gerade, ne? Also drei haben wir ja noch vor uns, dann haben wir noch den Champ vor uns. Und dann wahrscheinlich irgendwas, was mit den legendären Pokémon dieses DLCs zu tun hat. Kann ich jetzt übrigens ganz normal fliegen? Wie ich... Nee. Schade, es war nur für diese eine Mission. Schade, ich hatte so die Hoffnung, jetzt könnte ich generell so fliegen. Das wäre schön gewesen. Ich halte auf jeden Fall schon mal für die nächste Folge. Ich überlege gerade, wie ich das halt mit den Top 4 machen will. Ob ich die jetzt alle in ein Video packen will beim nächsten Mal. Oder... ob ich tatsächlich jeden von dem eigenen Part gebe. Natürlich wäre dementsprechend dann der Part geringer bzw. kürzer, ne? Weil Kai hat es mir auch gesagt, der Großteil von diesem DLC besteht halt hauptsächlich aus dem Pokédex. Der ist es halt, der sehr viel an Zeit wegnimmt. Und von dem habe ich jetzt halt schon 200 von 240. Deswegen überlege ich ja, ob ich die Top 4 Mitglieder alle einfach ein einzelnes Video mache. Nebenbei die Starter-Pokémon nehmen locker 60 Plätze ein davon. Also, die haben sehr, sehr viele von den Plätzen da weggenommen.
Und die habe ich halt, wie gesagt, schon alle gefangen und eigentlich wären die auch erst nach der Story gewesen. Und nicht jetzt schon. Die habe ich halt nur dann Kai jetzt schon. Deswegen. Also ich weiß auf jeden Fall auch, dass, das weiß ich schon durch Kai, dass in Gemma wieder eine sehr interessante Nebenstory für mich parat hat. Das weiß ich schon. Aber ich glaube, ich werde die Top 4 tatsächlich alle in einzelne Videos packen. Natürlich sind, wie gesagt, die Folgen dann kürzer. Dafür werde ich dann einfach dementsprechend mehr Einträge vorlesen. Und ja, an der Stelle sage ich dann mal, dass ich hoffe, dass ihr alle Spaß mit dem heutigen Part hattet. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!